Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und einem weiteren Wischsauger, diesmal vom Hersteller Yashin. Das hier ist der Yashin F16, der wurde mir von Yashin zur Verfügung gestellt, deshalb vielen Dank dafür. Und in diesem Video wollen wir uns den gleich anschauen. Der hat eine ganz interessante Funktion, das heißt, in seiner Station kann er sich nicht nur selbst reinigen, sondern auch seine Bürste selber trocknen. Das ist ganz besonders interessant. Wenn ihr euch für Wischsauger im Allgemeinen interessiert, dann schaut bitte in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu unserem Wischsauger-Finder. Den haben wir jetzt auch auf dem Blog integriert. Da könnt ihr alle bisher getesteten und auf dem Markt erhältlichen Modelle miteinander vergleichen, filtern und so weiter und so fort, um das richtige Modell für eure Bedürfnisse zu finden. Ja, hier geht es jetzt gleich los, indem wir uns das Gerät im Detail und den Lieferumfang anschauen, dann natürlich die Reinigungsleistung mit allem, was dazugehört, Handhabung im Alltag und so weiter und so fort. Zum Schluss sprechen wir über alles in einem Fazit und jetzt fangen wir erstmal mit den technischen Daten an. Der Yashin F16 hat eine UVP von ca. 350 Euro. Er wiegt 4,8 Kilo und ist 112 cm hoch. Der Akku hat eine Kapazität von 2500 mAh, was für eine Reinigungsdauer von maximal 35 Minuten ausreicht. Der Frischwassertank fasst 800 ml und 600 ml passen in den Schmutzwassertank. Das Gerät besitzt auch eine Selbstreinigungsfunktion mit Trocknungssystem. Als kurze Info vorab, das hier ist der Yashin F16 und es wird auch einen Yashin F12 geben, bei dem es dann halt, dem wird der Unterschied sein, dass es ihn ohne diese Trocknungsfunktion in der Basisstation gibt, den F12, und der wird dann nur einen Akku haben anstatt zwei beim F16. Das hier ist ein Vorserienmodell, denn jetzt, wo ich dieses Gerät, dieses Video aufnehme, da ist das Gerät auf dem Markt noch gar nicht erhältlich, denn der kommt erst im Januar 2022 voraussichtlich auf dem Markt. Noch eine Zusatzinfo. In China gibt es dieses Gerät als Viomi Cyber, heißt er da, glaube ich. Er wird von Yashin produziert. Viomi vertreibt ihn teilweise in China. Yashin ist aber der Hersteller und in Deutschland ist er halt auch als Yashin F16 und F12 erhältlich. Da das hier ein Vorserienmodell ist, habe auch ich nur einen Akku und nicht zwei. Aber das soll natürlich mich nicht davon abhalten, den genauso zu testen wie alle anderen auch. Fangen wir mit dem Zubehör an. Ihr habt eine Basisstation. Diese Basisstation gibt es bei den meisten Akkusaugern, Akkuwischsaugern, und da wird er dann reingestellt. Da kann er sich aufladen, kann seine Reinigung durchführen. Und in dem Fall hier ist hier auch noch so eine Selbsttrocknung mit drin. Das ist ja für mich neu und besonders. Das steht auch hier vorne drauf. Wenn man hier liest, dann steht da Intelligent Air Drying. Das führt aber auch dazu, dass wenn man den in seine Station reinstellt, die Selbstreinigungsfunktion durchgeführt hat, dann hört man so ein ganz leichtes Rauschen von diesem Windzug hier. Und das ist ein Timer hinterlegt, der ungefähr 3 Stunden dauert. Das heißt, das Gerät macht dann halt die ganze Zeit so ein leises Rauschen. Wäre also nicht dafür geeignet, um ihn vielleicht im Schlafzimmer aufzubauen oder aufzustellen. Allerdings so im Alltag hört man es wirklich kaum. Also wenn ihr dabei Fernsehen hört, Fernsehen schaut oder so, das stört tatsächlich überhaupt gar nicht. Hier in seiner Basisstation kann auch der Akku geladen werden, wenn ihr also zwei habt. Ich habe ja schon mal einen Yashin Akkusauger getestet. Da ist der Aufbau auch so, dass der Akku gleichzeitig irgendwie das Display ist. Und wenn ihr zwei von diesen Akkus habt und einer ist hier drin und wird dann halt geladen, dann könnt ihr den zweiten auch noch hier so reinpacken. Dann wird er auch gleichzeitig auch noch mitgeladen. Ja, hier oben drauf ist halt das Display, was euch anzeigt, wie viel Akku ihr noch habt und auch generell Informationen über den Wassertank oder den Schmutzwassertank. Generell der Aufbau bei dem Gerät ist halt auch der gleiche wie bei den ganzen anderen Geräten. Ihr habt hier oben einen Frischwassertank, da kommt Wasser rein. Dieses Wasser wird hier unten auf die Rolle abgegeben. Damit werden dann Verschmutzungen, trockene oder auch flüssige aufgenommen. Diese werden dann nach hinten in den Schmutzwassertank hier nach hinten abgegeben. Hier drin ist auch so ein Schwimmer, der euch eben anzeigen kann, wenn das voll ist. Hier drin gibt es noch so ein kleines Sieb, dass halt so ein paar gröbere Verschmutzungen aufgehalten werden. Ja, und hier oben ist halt ein Filter drauf. Also das ist eigentlich kein großer Unterschied zu den anderen Modellen. Hier unten ist auch, wenn man hier diese Klappe nach vorne nimmt, die Rolle. Und die Rolle kann man natürlich, und hier sieht man jetzt halt, dass man, das ist jetzt schon mal ein gutes Beispiel, weil nach dem Test habe ich natürlich hier die Reinigung durchgeführt, aber das mit meinem Test ist natürlich da, mit diesem Müsli, da ist es immer eine ganze Menge, da kann man mal sehen, es ist auf jeden Fall bei solchen Geräten wichtig, trotzdem auch mal diese Bürste hier rauszunehmen. Ich habe vor, weiß ich nicht, einer Stunde
Anderthalb habe ich hier die Tests durchgeführt und diese Rolle hier ist fast trocken, was einfach daran liegt, dass diese Selbsttrocknungsfunktion hier echt einen guten Job macht. Man kann natürlich die Rolle aber auch rausnehmen und kann die hier dann reinstellen. Aber schaut auf jeden Fall zwischendurch mal hier rein, um dann hier Schmutz auch mal zu entfernen, wenn der dann nicht durch die Selbstreinigung komplett weggenommen werden konnte. Kommt aber im Normalfall nur vor, wenn ihr hier so extrem Schmutz macht, wie ich das hier in diesen Tests mache. So, ja, hier oben habe ich ja schon gesagt, Display ist hier dran. Hier oben könnt ihr die Reinigungsfunktion starten, hier vorne die Modi durchschalten und das Gerät starten. Also auch nichts Besonderes. So viel zum Ersteindruck und dann schauen wir uns jetzt auch die Reinigung an. Der Yashin F16 kann bei der Reinigung wirklich mit anderen Geräten der Oberklasse hier mithalten. Die Verschmutzung, die ich da auf den Boden werfe, in erster Linie ist das halt am Anfang immer Ketchup, den ich dahin mache, um einfach so eine flüssige Verschmutzung zu simulieren. Das wird hier wirklich super aufgenommen, da habe ich gar keine Kritikpunkte dran. Dann versuche ich ja immer ein paar größere Partikel. In dem Fall ist das halt hier immer Müsli, so Haferflocken mit Milch vermengt, was dann so ein bisschen aufgequollen ist und wird dahin geschmissen. Und auch das wird super aufgenommen. Manchmal muss man da noch ein zweites Mal rübergehen, weil da einfach noch ein paar so ja, dran vorbeigerutscht sind. Aber das funktioniert super, also insgesamt die Reinigungsleistung, die ist hier echt top. Er hat natürlich den gleichen Kritikpunkt, den ich schon bei vielen anderen Wischsaugern hatte. Und das ist zwar der, dass hier die Rolle quasi in einem Gehäuse sitzt und dadurch ihr nicht die Möglichkeit habt, bis ganz an die Kante ran zu reinigen. Das kann bisher nur der Keche FC7 Cordless, der rein technisch eigentlich kein Wischsauger ist. Trotzdem kann der das super gut. Und der ganz neue Roborg Diet, der kann auch bis an die Kante reinigen. Hier habt ihr halt immer so einen kleinen Rand dran. So, bei der Flexibilität gibt es jetzt hier auch keine großen Überraschungen. Diese Geräte, die Wischsauger, sind halt alle so ein bisschen in ihrer Flexibilität beschränkt. Das heißt, wenn ihr ganz bis tief unter Sofas oder Möbeln reinigen wollt, kommt ihr irgendwann an die Grenzen, weil irgendwann hier der Wischsauger abhebt und generell natürlich auch vom Körper her so klobig ist, dass die jetzt irgendwie nicht dafür gedacht sind, um hier so ganz filigran in kleinste Ecken irgendwie zu reinigen. Das funktioniert dann halt einfach nicht so gut. War aber auch keine Überraschung, weil das können einfach die meisten Geräte nicht und auch die ganz teuren und auch die Nikko und so weiter, die schaffen das alle nicht. Der einzige, der wirklich bis ganz, ganz flach unter Dingen reinigen kann, ist, habe ich eben schon gesagt, der Keche FC7 Cordless, der eigentlich gar kein Wischsauger ist. Ja, insgesamt also wirklich eine ordentliche Leistung, die er hier gezeigt hat. Auch das Reinigen danach, das finde ich immer super, dass man ganz einfach hier den Tank ausleert und das geht halt einfach viel schneller, als wenn man das mit einem Wischmopp machen würde. Cool ist natürlich hier, und das ist bei dem Gerät besonders, als F16, als F12 könnt ihr das nicht, aber als F16 hat er halt hier in der Basisstation diese Selbsttrocknung und das ist einfach cool, dass ihr ihn da reinstellt und diese Bürste, wenn ihr die dann da mal drin lasst und nicht rausnimmt, um in die Seite zu stellen, dass diese Selbsttrocknungsfunktion dann halt die Bürste hier unten gleich auch noch trocknet und die dementsprechend da drin nicht anfangen kann zu gammeln. Der Nachteil ist, ihr könnt es nicht ausstellen. Also ihr könnt nicht sagen, nee, ich möchte jetzt nicht, dass du diese Selbsttrocknung machst. Das macht er halt einfach. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr den Stecker ziehen. Ansonsten, habe ich ja eben schon gesagt, ungefähr 3 Stunden dauert das. So lange habt ihr so ein kleines leises Rauschen, was man im Alltag einfach gar nicht hört. Wenn ihr im Schlafzimmer stehen haben würdet, dann könnte man das vielleicht hören. Okay, so viel zu der Reinigungsleistung und dann kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, Wischsauger sind ja einfach das neue Ding bei vielen Herstellern. Nachdem Tineco irgendwann mal damit angefangen hatte, kommt nach und nach ein Hersteller nach dem anderen raus, die auch Wischsauger auf den Markt bringen. Auch Yashin hat hier mit dem F16 jetzt ein Gerät im Sortiment, kommt erst Anfang 2022 auf den Markt, ist aber richtig schön. Die Preis-Leistung stimmt hier vor allem, finde ich, mit um die 350 Euro. Ist er einfach mit der Leistung, die er hat, kann er sich da einfach ja, so mit einpassen. Ist nicht zu teuer. Klar hat man immer noch viele Wahlmöglichkeiten, weil er mit dem Preis auch nah an den anderen Geräten liegt. Dafür hat er halt hier eine Trocknungsfunktion mit drin in seiner Basisstation, die bisher eigentlich gar kein Gerät von den getesteten hat. Das heißt, er hat zu dem Preis auch noch ein Alleinstellungsmerkmal, hat eine schöne Reinigungsleistung. Einfach nochmal der Hinweis auf den Wischsaugerfinder, den findet ihr in der Videobeschreibung. Da haben wir auf dem Blog dann einfach nochmal alle getesteten Geräte aufgeführt und da könnt ihr dann filtern nach dem Preis, nach Zubehör, nach Funktionen, was ihr da alles haben wollt und da einfach das richtige Gerät für euch herausfinden. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind zum Yashin F16, gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Facebook-Akkusauger-Gruppe, da spricht man auch über Wischsauger. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.